Und let's go. So, hallo meine lieben Freunde. Hier sind wir mal wieder zu einer neuen Folge vom Allgemeinen Talk des 21. Jahrhunderts. Heute bin ich mal nicht mit Elena hier, sondern ich habe jemand anderen dabei, eine Streamerin, die nicht nur Harry Potter zockt, sondern auch andere Games. Allerdings wollen wir uns heute mal tatsächlich ein bisschen über Harry Potter unterhalten. Vorerst allerdings... Stell dich doch gerne mal vor, wer bist du? Jo, ich bin Isabo, ich streame seit ein paar Jahren und im Stream ist mir dann mal so aufgefallen, als Julian von Harry Potter oder wir über Harry Potter gequatscht haben, ob wir schon mal einen Harry Potter Podcast gemacht haben, ist mein erster Podcast. Ah, okay. Ja, ich habe tatsächlich schon so ein bisschen Podcast-Erfahrung, ganz kleine eventuell. Aber ja, ein Podcast über Harry Potter hatte ich mit Elena mal angerissen, allerdings noch nicht so wirklich mega krass ausgeführt, ne? Und daher dachte ich, das wäre doch auch mal eine ganz coole Sache, wenn wir ein paar Theorien vielleicht anreißen könnten, so ein paar Ausgänge oder Gegebenheiten. Und ja, da habe ich mir heute mal tatsächlich Isa hergeholt. Hast du irgendeine Sache, mit der du gerne beginnen würdest, die du so am Anfang einschmeißen möchtest? Oh, das erste wäre, glaube ich, ich habe mal eine Funfaction gelesen, wo Snape Harry über den Weg läuft, als der, ich weiß nicht, 6 ist oder so. Und da musste ich irgendwie an die Stelle erinnern, wo Harry zu Lupin gesagt hat, ich habe eine Erinnerung, aber ich weiß nicht, ob das eine Erinnerung ist oder ob das jetzt einfach ein Traum ist. Ah, dass er eventuell Snape meinte, seine glückliche Erinnerung. Weil auch Snape in der Fanfiction sehr, sehr, ja, sag mal, nett in Anführungszeichen in Snapes Sinne ist. Das heißt, das ist quasi so eine Fanfiction zwischen Lupin und Snape, oder was? Dann? Nee, es ist eine Fanfiction, wie Harry irgendwie, weiß ich nicht, von Petunia und so wegrennt und zufälligerweise im Muggel London Snape über den Weg rennt. Und Snape erkennt ihn und kann ihn schlecht alleine durch die Gegend wieder laufen lassen. Oh. Und Harry verbringt halt 2 Tage bei Snape und kriegt dann halt, weil er auch irgendwie Geburtstag hat, ein Geburtstagsgeschenk und Kuchen und alles und... Okay, war nice. Wahrscheinlich so die Kindheitserinnerung, glaube ich, eine der wenig glücklichen, die er als Kind hatte. Ja, das ist natürlich echt cool. Ich weiß nicht, im Deutschen ist es ja tatsächlich auch, da hatte ich zum Beispiel so ein bisschen dieses Problem kann man es nicht nennen, aber ich hatte dann immer so diese Ansicht, weil Dumbledore ja, wo er auf dem Astronomieturm steht, zu Snape sagt, er hat ihre Augen. Und da habe ich im Deutschen immer gedacht, dass Snape Harrys Vater wäre. Ja, das könnte man, ohne Witz, das könnte man eventuell auch an der Haarfarbe auch ein bisschen denken, weil Snape hat ja nicht so ganz schwarze Haare, sondern ich finde eher, das ist eher so ein ganz dunkelbraun. Aber ja, das könnte man wirklich tatsächlich denken, dass Lily, aber das wäre halt auch ein bisschen komisch. So, weil Lily müsste sich ja dann... ich meine, Snape hat sich ja entschuldigt, als er sie Schlammblut genannt hat, aber ich weiß eh. Ja. Ich fand die Freundschaft zwischen Lily und Snape irgendwie komisch, ich weiß nicht. Ja, ich weiß schon, was du meinst, auf jeden Fall. Es ist ja auch irgendwie so, es gibt ja diese Annahmen, dass Snape die ganze Zeit Harry beschützt hat, weil er ihn doch irgendwie mochte, aber ich glaube nicht, dass Snape Harry mochte, sondern dass er einfach nur das letzte bisschen beschützen wollte, was ihn noch an seine Jugendliebe erinnert hat und so. Ja, es kommt immer drauf an. Es kommt immer drauf an, was wäre, wenn Voldemort nicht wiedergekommen wäre. Weißt du, was dann wäre? Ja. Oder wenn James nicht so ein Arsch gewesen wäre. Was ich sowieso nicht verstehen kann, warum Lily halt. Ich meine, die waren beste Freunde. Wenn jemand meinen besten Freund mit einem Werwolf zusammen einsperrt und das als Scherz verbucht, sag ich mal. Ich glaube, ich würde den lang machen. Ja, absolut. Ob ich jetzt deswegen in den verknallt wäre oder nicht? Ja, das sehe ich auch so. Also
Snapes Geschichte ist schon tragisch, aber ich sag mal so, er hat ja wirklich die meiste Zeit entweder mit hier Bullying, wie heißt das auf Deutsch hier, ne, so verspotten und so weiter und so fort hier mit so Sachen zu tun gehabt oder halt mit Liebeskummer. Das sind ja jetzt keine mega krassen Sachen, mit denen wir uns alle überhaupt gar nicht zurechtfinden können. Stell dir mal vor, wir würden dann dadurch alle wie Snape werden. So. Ja gut, Snape hat ja nicht nur Mobbing in der Schule gehabt, der hat ja auch, denn ich glaube, sein Vater hat, glaube ich, getrunken und war gewalttätig, ich glaube, seiner Mutter gegenüber. Oh, okay. Bis halt, also das habe ich zumindest gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Der Vater muss wohl gewalttätig gewesen sein und muss wohl auch getrunken haben und muss auch die Mutter wohl angegangen sein, bis halt Snape sich selber bis Snape halt sich wehren konnte. Mhm. Und stell mal vor, du hast eine beste Freundin, bist in die verknallt, aber die rennt halt jemand anderes hinterher und sagt halt und nimmt den halt nicht mal in Schutz, so nach nur so ein, ah, James, hör auf damit, ah, also nicht mal so richtig ernst gemeint, so, weißt du, so richtig durchsetzungsfähig. So der krasse Unterschied, ich finde, Lily ist der krasse Unterschied zwischen Hermine Granger. Ja, in der Hinsicht hat schon durchaus definitiv Züge, ja. Ich habe mal eine Fanfiction gelesen, die ist, glaube ich, sogar, ich weiß gar nicht, ob die von Melina ist oder von einer anderen Freundin, mit der ich immer Fanfictions mache, Bandele Art heißt die. Ich glaube, die ist von Bandele Art. Da ist es so, dass Snape versucht, Hermine immer mehr zu Lily zu machen, ne? Sich dann halt, ist halt so eine Seth Meini Fanfiction und sie wird im Laufe der Zeit, auch ich glaube durch Vielsafttrank und so, ne, immer mehr, nee, ich glaube ohne Vielsafttrank sogar. Mit dem Zauber? Ja, mit irgendeinem Zauber, genau. Ja, die habe ich gelesen. Ah, die hast du gelesen. Okay, ja, gut, genau, dann sind wir ja da auf definitiv auf einer Wo sie sich Länge. Erst irgendwie rote Haare macht und dann die Haare genau. Auch glatt hat und alles und ja, die habe ich gelesen, das war so. Die genau. Hatte auch eine echt gute Message. Du sollst dich halt nicht viel verändern, sondern dass dich jemand so mag, wie du halt bist. Und genau, absolut. Ja, das fand ich halt auch so super cool. Und darüber hatten wir ja auch schon mal früher gesprochen, so vor ein paar Tagen. Ich finde das ja auch krass, dass Snape sich nie wieder in jemand anderen verlieben konnte, offenbar und so. Ne? Das ist ja auch echt mega krass. Ja, ich habe, für manche ist das, glaube ich, toxisch, dass er sich halt immer an diese jugendliche Liebe festgehalten hat. Ich glaube aber auch, dass Snape halt in seinem Dasein zwischen den, sagen wir mal, Schulalltag, Mobbing, Liebeskummer und, sagen wir, das nackte Überleben bei Voldemort, ich glaube, gar keine Gedanken dazu hatte. Ich glaube, am Anfang war es, glaube ich, noch lustig in Anführungszeichen, sagen wir entspannt bei Tom, bis du halt, glaube ich, in die inneren Kreise kommst und bis er halt diesen, sagen wir, das zweite Mal wieder auferstanden ist, wo ja nichts mehr von seiner Menschlichkeit da ist. Glaube ich, war es, glaube ich, einfach, bis halt zu dem Zeitpunkt, wo er halt den Spion-Dasein gefristet hat. Ich glaube, da hattest du auch gar keine Zeit. Ich hätte mir mehr Sorgen gemacht, dass ich nicht sterbe, als dass, weiß ich nicht, ob ich mich noch einmal verliebe. Ja, das stimmt natürlich auch. Da waren die Prioritäten wahrscheinlich ein bisschen anders gewichtet. So. Die Frage, die ich mir auch immer mal wieder stelle, ist, wie viele Leute hätten das tatsächlich genau so gemacht wie Snape? Ne? Also ich meine, Snape wird ja auch von vielen Fans gefeiert. Und da stelle ich mir immer so die Frage, hättet ihr das auch so gemacht? Wie sieht es bei dir aus? Hättest du dich auch in so eine Doppelspionrolle reinbegeben? Das ist eine gute Frage. Gut, Snape hatte der ja nichts mehr. So seine Jugend, das, was er hatte, war ja weg. Also quasi eigentlich nur seine Jugendliebe. So sein Vater hat ihm nichts bedeutet. Seine Mutter ist, glaube ich, irgendwann gestorben. So seine Jugendliebe wurde ermordet. Ich glaube, Snape hat auch ein bisschen Rache, glaube ich,
angetrieben, aber ich glaube, ich weiß nicht. Ja, eventuell, aber ich glaube nur, wenn ich wüsste, dass mich einer ausbildet wie Snape. Ich glaube, so freiwillig will ich das, glaube ich, nicht machen. Also ich müsste schon jemanden dabei haben, dass du nicht alleine da bist. Weil du musst ja auch erstmal das ganze Oklumentik-Zeug und so lernen, sonst hast du beim ersten Treffen im Dunkeln dort, hast du ja direkt verkackt. Ja, und das finde ich halt auch so faszinierend. Also ich meine, wie ist Snape denn am Anfang da so rangegangen, ohne Fehler zu begehen? Ne? Das war halt wirklich so ein Ding, das ich auch sehr bewundernswert finde. Er konnte sich ja keine Fehler erlauben und hat sich offenbar auch keine erlaubt. Ne? Aber dass er das so fehlerfrei tatsächlich gemeistert hat, das ist schon echt bemerkenswert. Ja, ich glaube, dass du auch ein Stück weit deiner selbst aufgibst, wenn du halt immer und immer diesen Oklumentik-Schild hoch hast, ist ja quasi wie so eine innere Verteidigungsmauer gegen Gefühle. Weil der hat ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, ja auch überhaupt keine Gefühlsregung im Gesicht gezeigt. Und ich glaube, das nimmt halt auch irgendwann einen ein, wenn du das halt 24/7 oben haben musst. Ja, wahrscheinlich, ne? Er ist wahrscheinlich einfach durch die ganze Situation irgendwann gefühlskalt geworden, dass er seine Maske, das geht ja Schauspielern beispielsweise im Theater auch so, ne? Also wenn man eine Theaterrolle innehat, ne? Wenn man so ein Engagement für 2 Jahre oder noch länger hat und man spielt immer den Bösewicht, dann ist das für die eigene Psyche eigentlich gar nicht so gut, ne? Weil man muss ja jeden Abend böse sein, ne? Und diese Boshaftigkeit auch ausleben und das wirkt sich auch auf die eigene Psyche aus. Und ich glaube, irgendwie sowas hat Snape sicherlich auch mitgemacht. Ja, bestes Beispiel ist doch Heath Ledger mit Joker. Ja, der stimmt. Der hat sich ja so weit reingesehen, dass er das irgendwann ja nicht mehr unterscheiden konnte. Ja, so, und Snape hatte ja nichts wirklich, was sich zum Leben lohnt, ob der jetzt steht. Ich frage mich mal, immer, hätte Harry Potter, jetzt mal im Ernst, hätte Harry Potter den Tom Riddle besiegen können, wenn Snape nicht gewesen wäre? Oder angenommen, der hätte irgendwann mal gesagt, Snape, nö, ich mach da nicht mehr mit, weißt du? Der hätten die doch überhaupt nicht gewonnen. Das stimmt. Die konnten das noch. Das ist natürlich eine gute Frage, ja. Ja, so nach dem Motto, was wäre, wenn Snape halt früher schon gestorben wäre? Hätte Harry das schaffen können? Weil das Schwert zum Beispiel, was der aus dem Teich da gefischt hat, das hat ja vorher Snape da hingelegt. Wenn ich mir jetzt nicht vertue, heißt das. Ja, ich glaube durchaus, ja. Dass er so, das der hätte das, der hätte das Schwert ja niemals, niemals gekriegt. Ja. So, und dann hätte Bellatrix ja auch nicht diesen Spruch gebracht, wart ihr in meinem Verlies? Ja. Weil das Schwert sollte ja eigentlich bei ihr im Verlies liegen. Ja. Das hätte sie ja dann nie gesagt, da wären sie ja auch nie auf die Idee gekommen, bei ihr im Verlies reinzugucken. Also das sind das so stimmt. Manche Sachen. Ich finde das auch wirklich so faszinierend, darüber nachzudenken, ob Harry überhaupt eine Chance gehabt hätte, wenn er tatsächlich ganz allein gewesen wäre, ne? Weil ich meine, sehr viel hat er ja aus eigenem Antrieb nicht gemacht. Gesundheit. Danke. Ich glaube, wenn Hermine und Ron nicht dabei gewesen wären, ich sag jetzt mal mehr Hermine als Ron, ich glaube, der wäre gar nicht so weit gekommen. Schon alleine hier diese Partie im ersten Schuljahr mit dem Schach, so gut wie Ron das da gespielt hat, ich glaube, das hätte Harry, ich glaube, der wäre. Was ich dabei doch auch schon wieder nicht verstehen kann, wie üblich. Wenn ein Elfjähriger schafft, die ganzen Prüfungen zu bestehen, so, wie soll denn das Voldemort aufhalten? So, ich habe mir am ersten, wo ich den ersten Teil geguckt habe und mir die Prüfung habe, ich mir gedacht, das sind doch jetzt, wenn Harry das schafft oder 3 Elfjährige das schaffen, dann will mir doch keiner erzählen, dass ein Voldemort, der, weil die nicht 50 Jahre alt ist und alles, dass der das nicht hinkriegt. Ich meine, Quirrell stand ja im Endeffekt da, aber. Ja, das ist halt auch sowas, wo ich mich bei einigen Prüfungen gefragt habe, wo ist da um Himmels Willen schon wieder die Logik hin, ne? Weil es geht ja bei Snapes Prüfung darum, ne, hier, dass sie ein Fläschchen finden sollen, ne, wo dieser Gegenzauber für die Flammen da und so weiter. Ne, sind ja, was man übrigens in dem Film ja auch nicht sieht, sondern nur in den Spielen. Genau, und im Buch halt dann auch lesen kann, ja, absolut. Und
wenn doch Quirrell da schon da gewesen ist, Hermine sagt ja, oh, es ist nur ein Trank da und so weiter und so fort, wo ich mir im Endeffekt denke, ja, dann teilt euch den Trank halt und so, dann das hab Harry, ich auch nicht. Ne, sauft doch nicht alles leer und so, sondern gibt ja auch irgendwas. Und die zweite Sache ist, wenn das tatsächlich nur eine Portion ist, um eine einzige Person vor den Flammen zu schützen, da muss ja Quirrell auch schon da gewesen sein und muss das ausgesoffen haben, da könnte ja gar nichts mehr drin sein dann eigentlich, ne? Ja, theoretisch. Ich gehe mal davon aus, dass die Flaschen sich von selber wieder aufgefüllt haben, nach einer Zeit. Ja, aber dann hätte Hermine doch hinterherkommen ja, können. Ja, aber ich glaube eher, dass das so ist wie so eine, weißt du, wie so eine Kaffeemaschine, dass das so ganz langsam so. Ja, gut, das kann aber natürlich die sein. Hätten sich das auch teilen können, das habe ich auch nicht verstanden. Hast du erkannt, welche Prüfung für welchen Lehrer stand? Ich glaube schon, dass ich das ein bisschen zuordnen kann. Also wir haben ja ganz am Anfang, ja gut, Fluffy, Hagrid, ne? Dann haben wir die Teufelsschlinge, Professor Sprout. Danach kam ja direkt, da kam ja diese Schlüsselgeschichte und so, ne? Ja, das ist Hooch. Hooch, okay, das hätte ich Flitwick eigentlich. Ja, ich glaube eher, dass die Schlüssel Flitwick ist, aber die zu fangen mit dem Besen, glaube ich, von Madame Hooch kam. Ja, das kann gut sein. Dass die beide. Ja, dann kam ja eigentlich die Sache mit dem Troll, der ist aber schon früher ausgebrochen oder beziehungsweise Quirrell hat ihn ja schon früher rausgelassen und so, ne? Hier, der sollte ja eigentlich nach den Schlüsseln da sein, laut dem Buch. Ja, Frage ist, von wem ist der Troll? Von Quirrell? Wahrscheinlich von Quirrell, würde ich sagen, ja. Also das mutet schon durchaus an wie Verteidigung gegen die dunklen Künste, so ein Troll. Ja. Schachspiel ist hier McGonagall, würde ich sagen, ne? Und ganz am Schluss, der Spiegel ist Dumbledore, ne? Ja, aber ja, er sagt, das ist, glaube ich, einer seiner brillantesten Ideen, obwohl ich das Schachspiel auch Dumbledore zugetraut hätte. Ich habe ja, für McGonagall noch nie Schachspielen irgendwie lesen. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, sie ist tatsächlich relativ interessiert an Zaubererschach, so wie ich das in Erinnerung habe. Aber ja, in den Büchern, da steht, ich bin auch auf die Serie mal sehr, sehr gespannt. Ne, ja, auf die bin ich auch. Ich habe Angst, dass sie die verhauen. Vor allen Dingen, das sollen ja auch wieder 10 Jahre werden und so, ne, hier, in denen die Staffeln dann raushauen. Das heißt, eine neue Generation soll genau wie wir damals mit Harry Potter eben erwachsen werden. Und ich bin sehr gespannt, was sie da draus machen. Ich bin da verhalten. Ja. Ich meine, manche Sachen für den Cast, okay, ich hab ja ein paar Charaktere für den Cast ja schon gesehen. McGonagall ist okay, also die passt da. Adam Driver jetzt als Snape kann ich mir auch noch vorstellen, obwohl ich halt, es kommt halt keiner an Alan Rickman dran. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Genauso wie die drei Hauptcharaktere. Ich finde, sie sieht halt einfach nicht aus wie Hermine, also jetzt das, was ich von ihr gesehen habe. Die Schauspielerin, die sieht halt für mich nicht aus wie Hermine Granger. So, mir fehlen die Locken und mir fehlen irgendwie, weiß ich nicht, genauso wie Ron Weasley. Ron Weasley hat rote Haare. Der Charakter hat aber, der Mensch, oder das Kind, was er halt Ron spielt, hat halt keine roten Haare. Ich meine, ja, du kannst die färben und alles. Genauso sieht Harry halt für mich auch ein bisschen zu modern. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, klar. Ja. Dass die halt zu erwachsen aussehen wie jemand, der gerade 11 Jahre alt ist. Ich, wenn ich mir überlege, wie wir mit 11 Jahren aussahen. Ja, da kann man, glaube ich, nochmal eine ganz andere Diskussion aufmachen und so weiter, wie heutzutage die 11-Jährigen aussehen und wie damals die 11-Jährigen ausgesehen haben. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal einen ganz eigenen Podcast wert. Ja, vor allen Dingen viele denken halt nicht dran, dass Harry Potter halt 1990 geschrieben worden ist. So. Ja, das stimmt. Also ich weiß gar nicht, wer jetzt für den Cast von Hermine angedacht war. Ich hätte zum Beispiel Alicia Weir ganz gut gefunden. Das ist die in Matilda, in dem Musical auf Netflix, diesem Remake, die Matilda gespielt hat. Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Die hätte ich mir gut vorstellen können, also als Hermine. Ich weiß jetzt nicht, wer für den Cast aktuell geplant ist, ob sie das sogar vielleicht auch ist. Ich weiß es nicht. Das kann natürlich auch sein. Das fände ich ganz, ganz cool eigentlich. Da wäre ich dabei. Was mich halt mehr irritiert, ist der Dumbledore. Ja. Der fällt halt von dem ganzen Cast halt am meisten halt auf, weil der halt nicht. Dumbledore ist halt, wie alt ist der? 118 oder so? Im letzten Teil, ja. Also hier, wenn er vom Astronomieturm stürzt, ist er, glaube ich, so
115 oder 116, irgendwie sowas in der Richtung. So, und dann hätte ich schon wie in den alten Teilen einen alten Schauspieler genommen, weil Dumbledore halt auch einfach ein ist und ich nenne 35-Jährigen ja, dunkelhäutigen, weil Dumbledore steht ja, glaube ich, hattest du das nicht gesagt? Im Buch steht ja auch mit seiner blassen oder weißen Hand und Dumbledore hat ja blaue Augen. Das war Hermine, also das stand bei Hermine, das war im Gefangenen von Azkaban. Genau, dass sie ihre weiße Hand ragt irgendwo hervor und so weiter, ne? Und dann haben die Leute das aber so interpretiert, dass es eine blasse Hand wäre und so weiter, ne? Hier und man als dunkelhäutige Person ja auch blass werden kann und so, ne? So haben die das dann ausgelegt. Ja, aber Dumbledore ist vor allem das mit den blauen Augen. Ja, das kann ich, also kann ich mir schon durchaus, ich meine, wie heißt der noch gleich? Blair Underwood, oder? Der Dumbledore spielen soll. Ja, das, ich hab wohl. Ich hätte mir so einen Morgan Freeman, ne, wenn sie wirklich auch auf die Diversität dahingehend setzen möchten, so, ne, hier und sagen möchten, okay, Dumbledore soll jetzt dunkelhäutig sein, mein Gott, warum nicht? Dann ist halt so. Aber dann hätte ich mir so einen Morgan Freeman zum Beispiel vorstellen. Ja, eine ältere Version halt und nicht einen 35-jährigen Mann. Weil wie willst du den alt machen? Ja, da muss man halt so ein bisschen. Dumbledore ist 100 Jahre alt. Der ist nicht 35, der ist 100. 35 ist der im fantastischen Tierwesen, wenn es überhaupt hochkommt. Ja, absolut. Ich werde, glaube ich, genauso. Also, schon mit Gedenken werde ich mir die erste Staffel angucken. Vielleicht überrascht sie mich ja wie bei Ariel. Könnte sein, ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch im Gespräch, dass Tom Felton Lucius spielen soll. Ne? Ja, da frage ich. Das wird lustig. Das wäre wirklich interessant, also weil es hieß ja erst, dass der Cast nicht zurückkehren wird, ne, der Originale, aber das könnte ich mir schon wirklich sehr gut vorstellen. Also wenn Tom Felton wirklich Lucius spielt, das wäre ja, ich glaube man nicht, ich glaube mit gemeint mit dem, dass sie zurückkehren in ihre alten Rollen als Hermine und so. Das wäre auch ein bisschen komisch. Das hätte ja nicht funktioniert, ja. Nee, aber ich freue mich schon, wenn du mehr siehst, vor allen Dingen den Kampf auf dem Friedhof, wo Harry halt über den ganzen Friedhof rennt und nicht so, ich verstecke mich dahinter und bin dann. Ich glaube, ich hätte. Meinst du, es gäbe eine Möglichkeit gewesen, Cedric einfach zu retten? Ja, nein. Ich glaube, also ich meine, wenn Harry jetzt. Harry ist ja so ein bisschen märtyrermäßig der Meinung gewesen, dass die beiden zusammen den Pokal antatschen mussten, um dann halt hier beide rauszukommen. Ich glaube, wenn Harry den Pokal als einziger gefunden hätte und Cedric dann immer noch im Labyrinth rumgewackelt wäre, dann hätte er wahrscheinlich überlebt. Das wäre wahrscheinlich die bessere Alternative gewesen. Ja, das ist wieder so gut Mensch, Harry, weißt du, wir müssen das zusammen machen. Ja, genau. Und im Endeffekt hat er damit nur wieder Scheiße gebaut. Ne? Hätte er ihn mal da nicht auch anfassen lassen. Ich meine, die werden doch eh alle rauskommen. Ne? Ich meine, hier Fleur zum Beispiel, die hat ja jede Aufgabe verschissen und so und ist trotzdem lebend wieder da rausgekommen und so. Ne? Dann hätte er doch einfach sagen können, ich habe den Pokal gefunden, ich renne da hin, ich packe da jetzt dran und fertig. Ne? Es hat ja auch keiner damit rechnen können, dass das ein Portschlüssel ist und so. Das Ding, ja gut, vielleicht liegt es daran, weil Harry erst Cedric gerettet hat und Cedric dann Harry und dann gesagt haben, okay, wir machen das zusammen. Ich meine, in Endeffekt willst du auch wissen, dass du, wenn du diesen scheiß Pokal anfasst, dann irgendwo mit auf dem Friedhof landest. Ich hätte, ohne Scheiß, ich hätte in dem Moment, wo ich auf diesem Friedhof lande und ich sehe diesen Kessel, hätte ich mir direkt wieder diesen Pokal geschnappt und wäre wieder abgedackelt. Ich bleib doch nicht. Was ich mich halt auch frage, hätten die eigentlich den ganzen Weg aus dem Labyrinth wieder zurückgehen müssen, wenn das jetzt kein Portschlüssel gewesen wäre? Nee, ich glaube einfach, dass die Wand von dem Labyrinth einfach sich so runter, weißt du, so runtergefahren wäre, so. Ah, okay, ja. Das also, dass der einfach verschwunden, ich gehe mal davon aus, dass der einfach verschwunden wäre, aber ich bleib doch, jetzt mal ohne Scheiß, wenn du auf dem Friedhof landest, wo du nicht hin sein willst, bleibst du dann da erst noch mal eine halbe Stunde stehen und guckst, was passiert, oder nimmst du dir den Dinge wieder in der Hand und, also ich hätte mir den ich hätte mir den direkt wieder genommen. Ich hätte mir die Hand, glaube ich, von Cedric geschnappt und hätte den Pokal wieder angefasst. Ja, absolut. Also, ich wäre da sicherlich nicht stehen geblieben und hätte mal geguckt, was da jetzt gerade abgeht. Ja, wo wir jetzt gerade sind und so. Und das ist. Aber es gibt auch eine. Kennst du die Theorie, dass wenn Sirius Black im dritten Teil, weil Voldemort war ja, glaube ich, schon so fast
tot. War ja nur, der hat sich ja immer irgendwie so in so einen Geist von Ratten oder so festgesetzt. Dass der, wenn Sirius Black nicht aufgetaucht hätte und Peter Pettigrew nicht abgehauen hätte, eigentlich der tot war? Tom Riddle? Der war also ja kurz, der hat er, glaube ich, auf dem Friedhof mal erwähnt, dass er halt kurz vorm Sterben lag und so. Ja. Und dass Peter Pettigrew ihn halt gefunden hat. Ah, ja. So, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist das. Und da stellt sich mir die Frage, wenn Sirius Black einfach ein Jahr gewartet hätte, so, dann wäre Voldemort tot einfach, weil Pettigrew ihn nicht findet. Das stimmt. Das ist eigentlich gar keine so dumme Überlegung in der Hinsicht, ne? Klar. Also, das macht schon irgendwo ein bisschen Sinn. Ich habe mich halt auch schon wirklich immer gefragt, wie Pettigrew da an diese komische, zusammengeschrumpfte Kreatur gekommen ist, die Voldemort eben im Endeffekt dann zu dem Zeitpunkt war. Also, es ist schon... Ich frage mich auch, wie er ihn gefunden hat. Ich weiß nicht, ob er es, ja. Ich weiß nicht, ob er es erklärt. Ich weiß nur, dass er irgendwo in, keine Ahnung was, sich von Geist von Ratten ernährt hat. Irgendwie sowas. Aber das, was ich auch nie... Es gibt ja auch diese Aussage von wegen hier, wieso ist eigentlich Fred und George nie aufgefallen? Ja! Dass Ron mit jemandem namens Peter Pettigrew in einem Bett zusammenschläft. Ja, du hast jeden Scheiß. Weißt du, Harry fällt dieser Kackname auf. Weißt du, aber den beiden Brüdern, ich gehe mal davon aus, dass die Brüder die nicht so oft benutzt haben. Das wäre jetzt meine Vermutung einfach, oder? Ja, einige Leute haben ja gesagt, ja, du siehst da nur Leute drauf, die du schon mal im echten Leben auch gesehen hast. Ja oder Harry hat ja Peter Pettigrew nie gesehen. Ne? Ja, aber implizierteren auch gesehen, meint er die Ratte? Weil die Ratte hat er ja schon gesehen. Ja, aber die haben ja Fred und George auch oft genug gesehen. Deshalb müssten sie den Namen ja auch auf der Karte gelesen haben. Ne? Das ist halt so ein Ding, wo, glaube ich, wirklich hier ein Logikfehler besteht und so. Ne? Hier, wo J.K. Rowling einfach nicht drüber nachgedacht hat, ne? Dass das vielleicht ein bisschen komisch sein könnte. Ja, von... Ja, die haben halt nie drauf geachtet. Kommt auch mal drauf an, wie oft die halt diese Karte benutzt haben. Ich meine, im dritten Schuljahr von Harry haben sie die ja abgegeben, glaube ich. Das heißt, in den 2 Jahren müssten denen das ja aufgefallen sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass die einfach ein Besseres zu tun hatten. Keine Ahnung. Ja, Fred und George haben ja auch nie einen Abschluss gemacht, oder? Die waren ja einfach irgendwie... Nee, haben ich glaube hey, die haben ja abgebrochen, ne? Die sind ja hier im fünften Jahr. Ich weiß gar nicht, ob die da fertig waren. und tatsächlich ihre UTZs gemacht haben und dann gesagt haben, yay, tschüss. Oder die einfach drauf geschissen haben, ob sie einen Abschluss haben aus Hogwarts und gesagt haben, nee, ich glaube, die haben, glaube ich, mal gesagt, wir sehen uns außerhalb des Bildungssystems. Ja, ja, ich bin mir da... Wo Umbridge die so geärgert hat. Boah, Umbridge ist aber auch... Hey. Ja, ja, also wirklich... Da hat J.K. Rowling echt eine gute Protagonistin neben Voldemort erschaffen. Antagonistin, ja, genau. Ja, also wirklich. Und vor allen Dingen, da muss ich sagen, in den Filmen, ne, die Schauspielerin von Umbridge, die hat echt einen sehr guten Job gemacht, ne? Also die hat das wirklich unglaublich gut rübergebracht, weil, ne, ja, wenn du wirklich einen Charakter beginnst zu hassen, ne, so, dann ist er sehr gut dargestellt. Ja, schlimm ist, dass Schauspieler dann es auch leider Menschen gibt, die halt Schauspieler mit fiktive Charakteren nicht unterscheiden können. Ja, ich will nicht wissen, was die für ihre Darstellung als Umbridge für Hate abgekriegt hat. Ja, aber da muss man dann halt wirklich auch immer, ich glaube, zu unterscheiden wissen. Ne? Hier, man hasst den Charakter, aber der Mensch, der das halt dargestellt hat, das... Eben, das ist ja halt nicht der Mensch. Eben. Und der Mensch hat eine grandiose Leistung hingelegt, ne? Weil er eben... Ja, weil er eben... Mehr Hass als Voldemort. Genau, ja, weil es eben geschafft hat, noch hassbarer zu sein als der Hauptantagonist der ganzen Reihe. Und das ist ja schon mal was. Ja. Ich wüsste gerne, was mich interessiert ist, wie Bellatrix in die Reihe von Voldemort gelangt ist. Hat die irgendjemanden mal mitgenommen dahin? Oder das ist halt auch so eine Sache, weil sie ist halt mit Narzissa die einzige Frau, die ich halt gesehen habe.
Gut, die sind ja verwandt, ne? Hier Narcissa und hier. Bellatrix, ja, die Bellatrix. Sind Schwestern. Aber wie, ja, wie die. Wahrscheinlich. Ja, gut, ich kann mir vorstellen, dass Lucius sie einfach mal mit einfach Narcissa einfach, obwohl Narcissa war ja kein, aber dass Lucius sie einfach mal mitgenommen hat. Ja, das kann gut sein. Narcissa ist ja auch kein Todesser, glaube ich, oder? Die ist ja dann. Nee, ich glaube nicht. Also Bellatrix ist ja einer auf jeden Fall. Oder? Ich glaube schon, oder? Ja, Bellatrix ist 100% eine. Die ist ja, wenn sie nicht vor dem. Ja. Aber Narcissa ist da, glaube ich, nie eingetreten. Die ist, glaube ich, kein Todesser geworden. Ne? Nee, die ist, glaube ich, auch, die kam auch nicht nach Azkaban oder so. Der. Nee, das stimmt. Ich glaube, ihr Mann, der saß nach der Schlacht, saß der in Azkaban, aber der kam irgendwann auch raus. Ja, Draco saß beispielsweise auch nicht in Azkaban. Ne? Nee, aber war ja Snape ja, das verhindert hat. Ja, und der hat ja auch dann Reue im Endeffekt gezeigt und er wollte das ja auch alles gar nicht im Endeffekt. Das hat man ja auch gemerkt. Er hat es ja nicht mal hinbekommen, Dumbledore da zu töten auf dem Astronomieturm. Er wollte das ja eigentlich gar nicht. Ja, ich gehe mal davon aus, dass er das wie im ersten Teil gemacht hat, wo der gegen Lockhart Expelliarmus gesagt hat, aber einen vollkommen anderen Spruch wahrscheinlich in dem Kopf ausgesprochen hat. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der auch nicht Expelliarmus gemacht hat, sondern irgendein anderer Zauber, der auch so grünig ist. Weil das wäre ja aufgefallen, wenn der Zauberspruch komplett blau wäre oder rot wäre, dass der halt nicht Avada Kedavra genutzt hätte. Achso, du meinst jetzt Snape quasi, der ja, Dumbledore. Ja. Achso, ja, nee, ich habe gerade noch von Draco gesprochen und so. Ne, hier, der tatsächlich Dumbledore nur entwaffnet hat und so, hier mit Expelliarmus, ne? Mhm. Und aber er hat ja die ganze Zeit gesagt, ich muss sie töten. Aber er hätte es bestimmt nicht hinbekommen. Also Draco hätte Dumbledore sicherlich nicht getötet. Ich meine, Snape wollte ja Dumbledore auch nicht töten. Er musste es aber irgendwie tun. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Avada Kedavra nicht funktioniert hat. Und, ich auch, weil er blau war. Also stückchenblau. Ja, und Dumbledore einfach durch den Sturz gestorben ist. Ja, halt wie gesagt, wie im zweiten Teil, wo er halt den Zauberspruch sagt, aber einen komplett anderen halt nonverbal halt zaubert. Ja. Das ist einfach so. Was ich auch nicht verstanden habe an Dumbledore, welcher Idiot fasst denn bitte den Ring von Tom Riddle an? Oder schreit doch alles nach, fass mich nicht an. Ja, also mich würde tatsächlich immer noch interessieren, wie er es wirklich geschafft hat, ihn im Endeffekt zu zerstören. Er hat es ja geschafft, er hat sich da nur halt mit irgendeinem schwarzmagischen Fluch angesteckt, so, ne? Ja, der hat ihn, er hat wohl ihm, ich weiß nicht, wenn ich das gelesen habe, hat er wohl versucht, den Ring sich an den Finger zu stecken. Okay. Oder den Ring anzufassen. Ja. Was ja schon. Das ist schon ein bisschen riskant, ja. Und vor allen Dingen in diesem Ring, ne, hier von Merib Gaunt, wie auch immer sie heißt, da war ja tatsächlich der Stein der Auferstehung drin und so, ne? Hier, das, ja. Da habe ich auch gedacht, das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Wieso ist dieser Stein der Auferstehung? Wo kommt der her? Der muss ja irgendwo, ne? Also sind die Vorfahren von Voldemort tatsächlich mit diesen drei Brüdern verwandt gewesen und haben sich den Stein irgendwie aneignen können und dann hat ja, das ist wohl irgendwie, das gibt es wohl eine Theorie zu, dass halt Harry halt wohl der Nachfahre von dem Typen ist, der halt diesen Umhang gekriegt hat. Dass Dumbledore der Nachfahre ist von dem Typen, der sich diesen Stab, obwohl der Stab, glaube ich, schon ganz oft die Besitzer gewechselt hat. Ja. Und dass halt Tom Riddle irgendwie der Nachfahre ist von dem Typen, der halt diesen Stein der Auferstehung gekriegt hat. Ich glaube, der Stein der Auferstehung sollte, glaube ich, auch, wenn, angenommen, Tom Riddle wüsste, dass in dem Ring der Stein der Auferstehung ist, gehe ich mal davon aus, dass das so seine Versicherung wäre, wenn er wirklich sterben würde, weißt du? Ja, das wäre ein Ding gewesen, wenn er das gewusst hätte, ne, dann wäre das schon echt, ja. Wenn er den am Endkampf irgendwie an den Finger gehabt hätte, dann hätte er. Ich glaube, der würde sich in den Arsch beißen. Ich glaube, der wusste es nicht, dass der Stein der Auferstehung in dem Ring seiner Mutter ist. Vor allen Dingen, dass er selber auch noch einen Horcrux draus macht. Ne? Also, wenn er es gewusst hätte, hätte er den Stein wahrscheinlich anderweitig verwendet.
Ja, ist ja das Gleiche wie ich frag mich immer, wie, dass der nie auf den Gedanken, der hätte immer gedacht, der Zauberstab funktioniert nur, wenn du denjenigen vorher tötest. Dass der aber Ja. nie auf die Idee gekommen ist, dass das eventuell ist, wenn du den entwaffnest. So. Dass der da nie drauf gekommen ist. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass dem logischen Lord Voldemort, der noch ein bisschen denken konnte, sag ich mal, in seiner Jugendform, dem wäre das wahrscheinlich eingefallen. Aber ich glaube, dem Voldemort, den wir später gesehen haben, ich glaube, da war einfach nur noch, ich will Harry und ich will größer werden. Weil jetzt mal, Vor allen Dingen, sorry, wenn ich da gerade kurz einhake. Oh, gut. Vor allem, es war ja auch reichlich dumm von ihm gewesen, Harry, das Baby, ne? Das ist ja recht wehrlos, einfach auf normale Art und Weise umzubringen. Er hätte ja einfach ein Messer, so wie Bellatrix bei Dobby und so weiter, ne? Hier hätte er einfach ein Messer nehmen können und fertig, ne? Aber er hat ja gemeint, zaubern zu müssen. Und das hat eben nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob Voldemort durch den Zauber, durch den Rückstoß dann tatsächlich auch direkt gestorben, hat er seinen eigenen Avada Kedavra das erste Mal auch abbekommen. Ja, ich glaube, der hat den auch abgekriegt, einfach nur, weil die Liebe von der Mutter, weil die halt so selbstlos ist, einfach wie so ein Schild funktioniert hat. Aber ich glaube auch, dass Voldemort oder dass Tom nicht mit dem Messer genommen hat, weil der hat ja alles gehasst, wofür ja die Muggels gestanden haben. Ja, das so. Stimmt schon. Aber wenn man da mal drüber nachdenkt, ist es umso interessanter und fataler, ne, dass er ja sowohl am Anfang offenbar von seinem eigenen Avada Kedavra getötet wurde und dann am Ende auch wieder, ne, so in der letzten Schlacht. Wurde der von einem eigenen Avada Kedavra getötet? Ich weiß es nicht. In der letzten Schlacht schon, ja, in der letzten Schlacht schon, ne? Also Harry hat ja hier dadurch, das hat ja auch nur dadurch funktioniert, ne? Normalerweise kann man ja die unverzeihlichen Flüche nicht blocken und so, ne? Ja. Das hat ja nur funktioniert, weil der Elderstab Voldemort nicht gedient hat und so, ne? Und deswegen. Stell dir mal vor, der hätte ihn gedient. Ja, dann wäre es ein bisschen blöd ausgegangen, so. Und deswegen konnte Harry den Avada Kedavra mit seinem Expelliarmus abblocken. Was ich persönlich auch nie verstanden habe, wieso hat denn Harry, aber gut, Harry ist halt irgendwie so ein Moralgedöns und so, dass er nicht selber Avada Kedavra auch angewendet hat. Ja, das wollte der, ich glaube, das wollte er, glaube ich, nicht. Ich glaube, der wollte nie wie Voldemort den Avada Kedavra einfach so benutzen. Ja, es ist halt das hatte, glaube ich, auch schon so, aber der hat auch immer den gleichen Spruch, der hat immer Stupor benutzt oder Expelliarmus. Ja, du hast deswegen, sonst, ne, nie irgendwie einen anderen Zauber von Harry gesehen. Ja, es ist natürlich eine schöne Sache, ne? Hat doch eine gewisse Ritterlichkeit und so, dass er niemals irgendwie sagt, ich werde unmoralisch und so, aber mein Gott, wenn mein eigenes Leben auf dem Spiel steht, dann wäre mir die Moral so scheißegal. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Aber auf jeden Fall, er hat es ja im Endeffekt geschafft und ich glaube tatsächlich, dass es ist ja so, dass der Elderstab, der wurde ja immer rissiger, ne, während Voldemort versucht hat, Harry damit zu töten und so, ne, hier hat man ja auch gesehen. Und dann hat er quasi, im Film ist es nicht so gut dargestellt worden und so, dass er von seinem eigenen Avada Kedavra getroffen wurde, aber im Buch wird es tatsächlich so dargestellt, dass sein Zauber auf ihn selbst zurückprallt und er einfach nur zu Boden sinkt, wie ein ganz normaler Mensch halt und so, und ist dann tot und er zerfleddert nicht im Buch wie da im Film. Obwohl das schon episch war. Episch war es, ja. Ich habe das heute im Film auch einfach epischer rüberkommen als mit so einem Körper, der einfach so plopp nach hinten geht, wie so ein nasser Sack. Ja, aber es ist natürlich auch eine Message, ne? Voldemort hat die Muggel unglaublich gehasst und er meinte, er wäre unsterblich und im Endeffekt hat er einen Tod gestorben, wie jeder andere Muggel auch. Er ist einfach nur umgekippt und war tot. War nur ein bisschen schwerer, den umzubringen als einen normalen Menschen. Ja, das stimmt. Ich frage mich immer, ob Tom Riddle, ich sehe immer zwei unterschiedliche Personen, wenn ich an Voldemort denke. Den jugendlichen Tom Riddle und das Monster Lord Voldemort. Ja, klar, es ist die eine und dieselbe Person, aber für mich ist es irgendwie im Kopf nicht die gleiche Person.
Weil Voldemort ist für mich dieses rücksichtslose Monster, was halt aus Spaß foltert, was du halt auch im Film gesehen hast, was halt diese Schlange ist. Und Tom Riddle ist für mich halt dieser 17-Jährige, für mich schon verlorene Junge. Weil, muss man überlegen, Snape hat ja schon eine beschissene Kindheit gehabt. Harry auch. Mhm. Aber Tom hatte ja abgesehen von der hatte ja gar keinen Kontakt zu Kindern. Irgendwie. Der hatte auch keine Freundin oder so. Und ich frage mich immer, was wäre, wenn Tom Riddle wirklich in im Zug halt jemanden Gleichgesinntes, also eine Freundin kennengelernt hätte, wenn der in Hogwarts eine Freundin, ob der dann trotzdem dieses Psychopathenviech geworden ist oder ja geworden ist, oder ob er dann auch, weil er hat ja auch keine Liebe oder so gekriegt, was als Harry oder so dann mal von Lupin, von Sirius, von Hagrid, von seinen Freunden so gekriegt. Hat von ja Molly. Tom. Hat ja hier irgendwas nie gekriegt. Ja. Wie soll er das auch lernen? Absolut, absolut. Und das ist halt auch so ein Ding, ne? Jeder geht mit solchen psychischen Situationen anders um, ne? So, es ist ja nicht unbedingt gesagt, nur weil jeder. Harry hätte ja auch zu einem absoluten Arsch werden können, weil die Dursleys ihn so scheiße behandelt haben und so ist er aber nicht geworden, ne? Und, ich glaube, dass, ich meine, er hat das 11 Jahre lang mitmachen müssen und so. Das ist ja schon auch mal eine Zahl, ne? Ist ja nicht so, auch ich bin 2 Wochen mal hier bei meinen Schwiegereltern, die behandeln mich scheiße, weißt du, sondern ich muss 11 Jahre mit meinen Tante und Onkel hier verbringen und die behandeln mich die ganze Zeit immer nur absolut arschlöchig. Von daher, dass er immer noch so klar denken konnte, das ist echt bemerkenswert, ne? Und ich meine, durch Molly hat er ja einen sehr guten Mutterersatz mal erfahren und so, ne? Dann im Endeffekt. Und Tom hatte wahrscheinlich gar keinen Ansprechpartner und so. Er hatte niemals die Chance, irgendwie ja, mal was anderes zu erfahren als nur blanken Hass und so, ne? Ja, vor allen Dingen, wenn Harry halt, wer sagt denn, dass Harry halt in der Schule keine Freunde hatte? Die gehen ja bis zum 11. Schuljahr ganz normal in die ganz normale Schule. Wer sagt denn, dass Harry da keine Freunde hatte? So, und Tom, ich meine, Tom Riddle hat sich wohl im Buch auch schon gruselig verhalten, laut Dumbledore. Aber ich gehe mal, wenn der eine Muggelfreundin im Waisenhaus gehabt hätte, die keine Angst vor ihm gehabt hätte, ich glaube, dann wäre der auch ganz anders auf Muggel zu sprechen. Ich glaube, wenn ich ein Zauberer bin und mich würden halt die ganze Zeit nicht magische Kinder ärgern, würde ich auch irgendwann, glaube ich, denken, Muggel sind böse, weil du kriegst ja dann, so, du wirst die ganze Zeit vom Muggel geärgert, dann kommst du nach Hogwarts und in Hogwarts sind die, ja, nette sind das. Relativer Ausdruck. Aber da sind die halt anders, sag ich mal. Ja. So, dann hast du ja schon den Kontrast zu Muggel, die ärgern einen und andere Zaubererkinder sind. Obwohl ich immer frage, wie halt die ersten 2 Schuljahre, bis die halt gemerkt haben, dass der halt gut in Zaubern ist, ob der da auch geärgert worden ist oder ob der da direkt Freunde gefunden hat. Ja, das ist halt so ein bisschen die Entwicklung von Tom Riddle, würde mich auch mal sehr interessieren. Der ist ja wohl offenbar mit einem gewissen Groll schon reingegangen und so, ne? Und, eben, der wollte den ja schon direkt schon töten, weißt du, ohne dass da irgendwie. Ja, und ich frage mich, wie er den halt manifestiert hat, diesen Groll und so, ne? Hier, dass er halt in Hogwarts angenommen wurde und Dumbledore, oder war es damals nicht noch hier Dippet, der in ja, der Dippet Schulleiter müsste, war. Ja. Ja, genau. Und Dumbledore war ja hier noch Lehrer hier für Verwandlungen zu der Zeit. Aber der hat ja offenbar trotzdem schon gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt und so, ne? Aber er hat das einfach mal so laufen lassen. Er hat sich einfach nur mal damit zufrieden gegeben, zu sagen, wenn es irgendwas gibt, was du mir sagen willst, dann sag es mir. Und dann sagt Tom, nö, es gibt nichts, was ich dir sagen möchte. Ja, genau wie Harry. Oh, ja, ja. Und dann sagt Dumbledore, okay, na dann nicht. Ne, so. Und ja, so richtig stumpf einfach. Ja. Also, aber Dumbledore ist eh so ein Charakter, ne, der irgendwie
Als Kind hast du den alle toll gefunden, weil der so ein älterer Opa und immer so nett und lieb und und ja, und immer so ein auf Weise gemacht hat und so ja, weiter. Und ich, genau. Und erst später kapierst du, irgendwie ist, für mich ist er eigentlich Dumbledore der Böse. Also jetzt, es ist wirklich Tom so, würde ja. ja so, Tom würde jetzt mal davon abgelassen. Ja. So, aber zwischen Snape und Dumbledore ist für mich Dumbledore der Böse. Weil der hat Snape auch überhaupt keine Wahl gelassen. So Nee, und ich überhaupt gar meine. nicht. Oder so nach, weißt du, selbst nach 15 Jahren, so, ja, du hast deine Schuldigkeit getan, sondern erst wenn der tot ist. Du kannst mir nicht erzählen, dass Dumbledore nicht gewusst, der hat alles vorhergesagt. Alles. Als ob der nicht vorher vorhergesagt hat, dass Snape am Ende stirbt. Das kam mir Ja. noch keine Sau. Das hat der, als ob der das nicht geplant hat. Glaube ich nicht. Ja, und vor allen Dingen Snape hat es ja auch selber gesagt hier, ne, wo Dumbledore ihm offenbart hat, was mit Harry los ist, dass Harry selber auch ein Horcrux war. Das wusste Dumbledore die ganze Zeit und so, ne, und da hat Snape ja auch gesagt, sie haben ihn großgezogen wie ein Schwein zum Schlachten und so, ne. Ja, das war so, Und ich. von daher, also, und dann jagt Dumbledore hier Harry noch dazu, die Erinnerung von Slughorn zu holen und so weiter und so fort, und wo die Erinnerung dann da gewesen ist. Ja, wusste ich eigentlich alles schon. Sind Horcruxe. Ja. So. Ja, obwohl wir. Sag mal. Ja, nee. Was ich mich eigentlich auch mal. Wenn ich. Jetzt mal ganz im Ernst. Hermine hat im dritten Schuljahr so oft ihre scheiß verkackten, wie heißt er? Zeitumkehrer benutzt. Ah ja, Warum ist keiner mal auf die Idee gekommen, einfach den Zeitumkehrer zu benutzen, um Snape zu warnen? Ja, gut, das ist natürlich eine gute Frage. Der Zeitumkehrer ist ja tatsächlich nur in der Lage, 24 Stunden maximal Ist der. zurückzugehen. Ja, warum sind sie nicht am gleichen Tag? Warum hat sie sich. Also. Ja gut, jetzt kann ich immer noch von mir reden. Aber wäre das nicht einfach gewesen, wenn sie sich den dann geschnappt hätte und dann einfach. Ich weiß ja nicht, wer war denn unter dem. Snape ist ja in der heulenden Hütte gestorben, nicht unten am Wasser. Ja, stimmt, in den Büchern ist er in der heulenden Hütte So, gestorben, ja. war Harry alleine unter dem Tarnumhang oder waren sie zu dritt drunter? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, der war tatsächlich Alleine, glaube ich. alleine, ja. Ja, ich glaube auch, der war alleine Also dann hätte unten. ja theoretisch, praktisch Hermine sich den Zeitumkehrer schnappen können und gemütlich zu Snape laufen können und ihn warnen können. Eigentlich schon, das stimmt, ja. Es ist halt nur die Situation, es war halt Krieg und so weiter und so fort. Und da wäre, obwohl, das hätte vielleicht auch ein Vorteil sein können, weil da so viele Leute rumwuseln und man nicht Im. sehen könnte, ne, hier, ach, du bist jetzt gerade ein zweites Mal in dieser Realität, schöne Sache. Mich würde aber auch noch mal interessieren, was eigentlich passieren würde, wenn man in der Zeit zurückkehrt und da dann stirbt, ne? Ich Das glaube, könnte dass vielleicht. dein zukünftiges, ich glaube, dass dein zukünftiges Ich gar nicht dann existiert, dass du halt, angenommen, du verbringst den Tag und um 19 Uhr gehst du halt zurück in die Zeit, quasi wie die das im dritten Teil gemacht haben. Läuft ja Ja. dein vergangenes Ich ja bis zu dem Punkt, wo du ja den Zeitumkehrer benutzt und dein richtiges Ich ja wieder an dieser Zeit ist. An dieser Stelle. Wenn du, glaube ich, wenn du nicht rechtzeitig an diesem Punkt bist, wo du dich zurückgesetzt hast, ich glaube, verschwindest du einfach. Also wenn du tot bist, ich glaube, dann verschwindest du Ja. einfach. Ja, das würde wahrscheinlich den meisten Sinn machen, ja. Also du wärst dann, glaube ich, einfach ab dem Zeitpunkt bist du einfach tot. Glaube nicht, dass Wahrscheinlich. du, ja, ich glaube nicht, dass du verschwindest. Was ich auch immer, ich frage mich auch immer, Snape hat so viel mit Voldemort gearbeitet und alles. Ist der nie auf die Idee gekommen, mal Gift von Nagini zu nehmen? Das ist eine gute Frage, Ich wäre also. mir, ich hätte mir irgendein. Irgendwann muss dir doch der Gedanke kommen, dass Voldemort doch irgendwann mal dich töten wird. Ja. So. Und ich hätte. Ich glaube, ich hätte mir irgendeinen verkackten Grund ausgesucht. Und wenn es nur Folter, wenn es Folter von mir aus ist, Nagini's Gift zu entnehmen. So nach dem Motto, ja, ich wollte einen effizienteren Zaubertrank herstellen für, keine Ahnung, zum Foltern. Weil die trinken dann Nagini's Gift. Blablabla. Irgendwie sowas. Dass der Ja. halt nie darauf gekommen ist, dass der halt auch, dass der wirklich stirbt. Oder dem war das halt sowas von Schnurzpiep egal, dass er halt überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen ist. Ja. Wobei Nagini ja auch wirklich einfach nur eine
ganz normale Python-Schlange ist und so, ne? Ich meine, davon gibt es ja tausende. Nagini war jetzt nicht irgendwie was Übermächtiges und so weiter und so fort, ne? Voldemort hat sie halt einfach nur in... Gut, klar, sie war so hier laut Fantastic Beasts irgendwie so ein Mensch früher, der dann halt sich in eine Schlange verwandelt hat. Mein Gott, okay. Aber es handelt sich ja einfach wirklich nur um eine ganz normale Python, ne? Und da hätte Snape sicherlich auch Python-Gift von jeder anderen Schlange entnehmen können, um dem Gift entgegenzuwirken. Ja, aber ich glaube, Nagini war aber schon eine andere Art Schlange, weil die auch schon, weil sie den Horcrux hatte. Na gut, das alles. Kann natürlich sein. Obwohl ich habe eine Fanfiction gelesen, dass es halt irgendwie einen Unterschied gibt zwischen magische Schlangen und normale Schlangen. Ja, gut, das kann das normal, dass, ich sag jetzt mal, Tom Riddle zum Beispiel sich mit normaler Schlange nicht unterhalten kann, weil die nicht antwortet, aber mit magischen Schlangen schon. Weißt du, ich dachte mal? Ja, schon. Ja, gut, das kann natürlich sein. Was ja. Ich mich auch frage ist, Harry kennt er den Zauberspruch, den Snape für Draco benutzt hat? Sectum Sempra, oder was? Mm-mm. Ach so, Serpensortia, meinst du? Nee, Vulnera Salentur. Ach so, das. Ah, den okay. Heilzauber. Ach, den Heilzauber. Weil so wie Snape nämlich aussah, hatte Voldemort nämlich erst seinen eigenen Zauber benutzt. Also Sectum Sempra, weil er den ja auch irgendwie die Kehle aufgeschlitzt hat. Ja. Und dann ja Nagini auf den draufgegangen wäre. Eigentlich ist er ja verblutet. Ja, das stimmt schon. Und ich meine, wenn du wirklich da... es gibt auch medizinische Analysen hier auf YouTube, hier so Doktoren hier, die haben dann so Verletzungen von Harry Potter so eruiert, ne? Und zu der Geschichte haben sie gesagt, wenn du da, wo Voldemort Snape am Hals durchgeschnitten hat, wenn du das trennst hier, die Aorta, dann ist Feierabend, dann gibt's keine Chance mehr. Von daher, ja, wahrscheinlich ist Snape dadurch schon direkt verblutet. Ja, wenn doch, aber wär ja theoretisch Draco gegen den Kampf von Harry eigentlich ja auch, wenn Snape nicht in dem Moment aufgetaucht wäre. Das stimmt, ja. Wenn Harry Draco aber diesen Zauber gewusst hätte und er hätte den angewandt auf Snape, hätte sich ja die Wunde wieder geschlossen. Ah, jetzt weiß ich, was du hinaus willst. Ja, okay. Weil das hat ja bei Draco ja auch funktioniert mit den ganzen Schnitten auf der Brust. Warum sollte das nicht mit den Schnitten an seinem Hals und so? Ich meine, er hat dann immer noch das Gift von Nagini in Intus. Ja, aber das hätte vielleicht ein bisschen mehr Zeit, weil ich meine, an Gift verstirbt man ja nicht so direkt. Man bekommt ja, das dauert ja mehrere Stunden. Du hast ja das Gift von Basilisken, das ist was anderes. Ja, wahrscheinlich, das stimmt schon, ne? Aber ich denke mal, und dann könnte man sagen, ja, magische Schlangen, magisches Gift, bla bla bla, ne? Aber wir gehen mal davon aus, dass es ein normales Schlangengift ist, was durchaus ein paar Stunden dauert, ne? Dann kriegt man Krämpfe und Atemnot und sonst irgendwas und dann stirbt man irgendwann. Aber man hat ein bisschen Zeit. Aber wenn diese Blutung gestoppt werden würde, also wenn diese Blutung gestoppt worden wäre, so ist es richtig, dann hätte Snape sicherlich noch genügend Zeit gehabt, um das Gegenmittel dann eben anzufertigen oder zu holen, wenn er es schon gehabt hätte. Eben, oder Hermine, ich verstehe auch immer nicht, das habe ich nie verstanden. Hermine hat wohl irgendwie Gegengifte für Nagini's Gift aus dem St. Mundungus geklaut, glaube ich zumindest. Ja, okay. Warum hat sie nicht einfach, das habe ich nie verstanden, da ist sie nie drauf gekommen. Warum hat sie nicht einfach Tränen von Fox geholt? Ja. Das habe ich nicht verstanden. Harry wird ja im zweiten Teil von den Tränen von Fox ja geheilt. Warum ist keiner von denen mal irgendwie auf die Idee gekommen, einfach mal eine Fiole mit den Tränen von Fox zu entnehmen? So, nicht mal Dumbledore. Ne? Ja, vor allen Dingen, weißt du, was das Lustigste an der Geschichte ist? Hä? Pythons. Die ja, Nagini stellt ja eine Python-Schlange dar, ne? Und Pythons sind nicht mal giftig, das sind eigentlich Würgeschlangen, die haben gar kein Gift. Ja, das cool. Aber, ja, ich glaube eher wirklich, dass das, ich weiß nicht, ob sie ihn wirklich vergiftet hat. Ich glaube einfach nur, dass sie die Kehle hat ihn zerfetzt. Ja, dass sie einfach die Kehle zerfleddert hat. Ja, so wird es im Buch auch dargestellt, dass Nagini
eben Snape nicht vergiftet hat, sondern zerfetzt und so, ne? Hier, das, ja. Aber dann hätte Vulnera Sanentur noch mehr Sinn gemacht, ne? So. Ja, eben. Obwohl ich mich immer noch frage, wo Snape sich hingeschleppt hat, weil der war ja nicht mehr in der Halle vorhanden. War einfach nicht mehr da. Ich weiß auch nicht, wohin gegangen ist dann so. Aber das ist natürlich auch eine Geschichte, die Spielraum lässt für, ist er wirklich gestorben und so, ne? Also, who knows? Ja, eben, deswegen. Was mich eigentlich mehr, dass die da alle nicht drauf gekommen sind, das sind so einfach fucking Logikfehler. Ich meine, im Nachhinein, wenn wir die Serie geguckt haben, ist das sowieso immer schwerer, aber hast du ein Lieblingsschulfach, wo du gerne, was du sagen würdest, möchtest du unbedingt mal lernen, wenn du in Hogwarts wärst? Ich war gleich wieder zurück, so wie ich das hier lese gerade, ne? Ja, dann machen wir mal eben einen kleinen Stopp. Ja. So. Hast du ein Lieblingsfach? Genau, Lieblingsfach. Tatsächlich, ich würde mich sehr für Zaubertränke und vor allen Dingen Alchemie auch interessieren. Ah. Das wären so meine, ja, also Zaubertränke wäre so mein Lieblingsfach. Und wenn es angeboten werden würde, würde ich in Alchemie mich auch sehr gerne dahingehend in Hogwarts unterrichten lassen. Es gab kein Stundenfach für Alchemie, oder? Nee, das kam nur im 7. Jahr, wenn genügend Leute Interesse daran gezeigt haben. Dann wurde das als Wahlpflichtfach angeboten. Man wusste aber auch nie oder weiß bisher noch nie, wer das unterrichtet hat. Ich glaube nicht, dass das Snape gewesen ist. Nee, ich glaube auch weniger, dass Snape Dings gemacht hätte. Ja, aber das wäre, in Hogwarts Mystery ist es so, dass Snape Alchemie mal ganz kurz anreißt und so, ne, hier in einem Kapitel von diesem Handy-Game. Da sagt er ja, aber da erzählt er nur über den Stein der Weisen, von daher, ja. Hat er aber von Stein der Weisen erzählt? Ja, genau. In Hogwarts Mystery. Also nicht in Legacy, sondern in Hogwarts Mystery. Ne? In dem Handy-Game. Oh, das habe ich ja nie so wirklich gespielt. Genau. Aber jetzt, wo wir gerade mal kurz bei Hogwarts Legacy angekommen sind, sage ich mal so, ne, hier, wo wir gesprochen haben. Du hast ja auch so den hier, wie hieß er noch gleich, Professor Sharp, den hast du doch auch so richtig gefeiert, ne? Sie, ja, ich weiß halt, ich, der, weil der halt voll an Snape erinnert hat, schwarze Haare, dunkle Augen, böse und kantig, ein bisschen, also dass er halt vielleicht... Geile Stimme auch, ne? So. Ja gut, das ist jetzt ein Insider von meinem Let's Play, aber ja, genau, deswegen, darauf wollte ich hinaus, ne, hier, wo du dann so gesagt hast, oha, da bekomme ich doch gerade Daddy Issues. Ja, toll. Ja, das ist aber auch, ich finde, ich glaube, die haben den, also meine Vermutung war, wo ich den das erste Mal gesehen habe, dass das halt eine Hommage an Snape sein soll, weil Snape, Sharp, also, beides mit S. Aber ich glaube, Sharp ist, glaube ich, ein bisschen netter als Snape. Obwohl ich frage mich immer, ob Snape auch so wäre, wenn er nicht gerade für Voldemort so wäre. Also wie er halt wirklich wäre, wenn er nicht gerade für so tun muss, als wäre er der größte Arsch der Welt. Oder ob er einfach nur der größte Arsch der Welt ist. Das stimmt. An der Stelle, meine lieben Freunde, schaut euch unbedingt das Let's Play von Misakasia an, hier von Hogwarts Legacy. Ist auch nicht lange. Überhaupt nicht, nein. So, genau. Es ist sehr lustig, wirklich, teilweise. Also ich habe mir das auch selber angeschaut und habe da sehr viel Freude dran gehabt. Vor allen Dingen in den Szenen mit Sharp. Oh, warum hat er denn plötzlich so eine dunkle Stimme? Oha, da kommt... Oh Mann. So. Ich weiß nicht, was du meinst. Nein, das ist so. was wäre denn dein Lieblingsfach? So, hast du auch irgendeins, was du da hast? Ich glaube, ich würde mich... Also sagen wir so, mein inneres Kind sagt, ich kann Zaubertränke auch, obwohl mein erwachsenes Ich sagt, ich wäre da, glaube ich, wahrscheinlich wie Neville. Okay. Weil ich mir wahrscheinlich... Ich könnte mir die ganzen... Obwohl das, glaube ich, bei Harry Potter wäre das anders. Wenn du was magst, ich glaube, dann lernst du das auch anders, als wenn du es halt machen musst. Aber ich glaube... Kommt drauf an, sag ich mal. Aber die Zaubertränke wäre, glaube ich, meins. Verteidigung gegen die dunklen Künste.
Obwohl das, okay, ja. wenn ich mir die Lehrerpartie so angucke in den ganzen 7 Jahren, wäre das so, ich glaube, Snape der einzig Kompetente, abgesehen von Lupin. Mhm. Ja, das stimmt schon. Sonst, ich glaube, eine pflegemagische Geschöpfte eher weniger. Ja, dem kann ich auch überhaupt gar nichts abgewinnen. Also das wäre meine nächste Frage gewesen, wo du so deine Wahlfächer angesiedelt hättest. Aber ja, das können wir gleich besprechen. Sonst, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ich glaube, die anderen wären einfach interessant. Aber sonst wäre, glaube ich, Zaubertränke und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich höre eine Katze. Ja, meine beiden Katzen sind gerade auf meinem Schreibtisch. Falls man das so hören kann. Ja, ein kleines bisschen. Ja, ach, das ist doch schön. Ja. Ach ja, ich freue mich auch wieder. Ich besuche meine Eltern auch bald wieder und die haben auch ganz viele Katzen und ich bin auch so voll der Katzenfan und so, ne? Das freut mich immer. Die sind auch alle so voll verkuschelt, ne? Die Katzen, die kommen da immer gleich alle an und so hier. Ja, Loki ist sowieso so der Kuschelkater und Charlie eigentlich so eher der ruhige. Aber die halten einen ganz schön auf Trab. Das glaube ich, ja. Absolut. Die Katzen meiner Eltern sind reine Wildkatzen und so weiter. Das heißt, die sind nur draußen, die kommen nicht in die Wohnung rein. Ne, so. Aber die sind halt immer auf dem Grundstück unterwegs und so, ne, hier und gehen mal so ein bisschen durchs Dorf und so, kommen aber immer wieder. Und ja. Apropos Katzen, was hättest du für ein Tier mitgenommen nach Hogwarts? Ja, wahrscheinlich tatsächlich auch wie Hermine so ein Schniesel. Ja, genau, absolut. Ja. Ich glaube, ich hätte eine Eule genommen. Obwohl, es gibt ja eigentlich nur so Ratten, Kröten, Eule und Katzen. Also Kniesel. Ja. Sonst anderes hast du ja eigentlich nicht. Wie wäre es denn mit Rabe oder Adler oder so? Ja, in Hogwarts Mystery, im Handygame jetzt wieder, ne? Da kann man auch eine Fledermaus haben und eine Spinne. Aber ich denke mir so, sag mal, wer hat denn eine Spinne als Haustier? Ne? Also das ist ja wohl. Ron definitiv nicht. Nee. Aber gut. Ist ja gleich wie mit einer Schlange. Schlange darfst du ja auch nicht nehmen, was ich auch nicht verstehe. Stimmt, ja. Obwohl Schlange, die frisst eher die Schüler. Hast du eigentlich eine Spinnenphobie oder generell ekelst du dich vor Spinnen? Boah, sag mal so, seitdem ich Harry Potter und die Riesenspinne gesehen habe, bin ich nicht so ein Fan von Spinnen. Ja, also welche. Also sagen wir so Weberknechte, so kleine, okay, weißt du, die mache ich auch weg, aber wenn das so, ich hatte so eine, bei meinen Eltern unter dem Schirm saß so eine richtig gelb-schwarze, weiß ich nicht, 2 Euro große, fette Spinne. Oh, okay. Da war so innerlich, und die hing ja so über mein Gesicht. Ja, war so, Panik, okay, ich gehe jetzt erstmal ein Glas holen. hab die dann weggemacht, aber die hat sich, also ich kann Rhonda verstehen, ich will Spinnen, können wir nicht den Schmetterlingen folgen? Ja, genau, wie in Hogwarts Legacy beispielsweise, da durfte man ja den Schmetterlingen folgen. Yeah. Boah, da haben die Spinnen aber auch sowas von dermaßen gut. Am schlimmsten war, glaube ich, diese riesen schwarzen Spinne, die du für eine Quest suchen musst. Oder wäre ich am liebsten wieder umgedreht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum sie die Akromantulas da eingebaut haben, weil die gab es ja zu der Zeit eigentlich noch gar nicht, oder? Die hat doch Hagrid erst mit eingeschleppt, ne? Aber ich glaube, das habe ich auch nicht verstanden, weil die Akromantula ist ja Aragog gewesen. Ja, genau. So, und die hat ja die, war es ein Weibchen? Ich habe immer gedacht, das ist ein Männchen. Nee, Aragog war weiblich, ja. Hatte aber eine männliche Stimme im Film bekommen. Ja, das hat mich nämlich immer so irritiert. Aber die hat ja erst die ganzen Spinnen, sage ich mal, zur Welt gebracht. Ich fand das auch immer komisch. Die Spinnen wie hießen die noch? Akromantula? Akromantula, genau. Und die Zauberer, gegen die du kämpfst, die hießen auch so. Ja. Das fand ich halt irritierend. Ja, ja. Das fand ich halt irritierend, dass die halt genauso heißen wie die Spinne. Aber die hießen nicht wie die Spinne, sondern wie diese Schlangen. Die hießen Aschwinder. Aschwinderin, genau. Genau, Aschwinderin, ja, das ist diese Schlange, die ihre Eier in Feuer. Ich habe immer gedacht, die Eier gehören zu der Spinne. Okay, dann habe ich einen Logikfehler. Achso, nee, also die Aschwinderin, das ist diese Schlange, die ihre Eier in Feuer legen, um die auszubrüten. Genau. Aber ja, Schlange und Spinne ist
beides, ja. Obwohl Schlangen finde ich gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also bei Spinnen bin ich auch nicht so der größte Freund von, aber gegen Schlangen habe ich jetzt nichts. Schlingen wollte ich schon sagen. Schlangen finde ich eigentlich sogar faszinierend. Ah, Spinnen ja. Sind so, boah, lalalala. Der Onkel von meiner Mutter hatte 3 Stück, die waren, boah, nee. Oh, okay. Da hatte ich auch noch nie was gegen Spinnen gehabt, aber das war, ich weiß nicht, seit ich Aragog gesehen habe, war so vorbei. Ja. Wen würdest du denn retten, wenn du die Chance dazu hättest? Also du darfst 2 Leute aus Harry Potter retten. Oh, 2 Leute darf ich retten, okay, dann wollen wir mal gucken. Gut, Snape wäre auf jeden Fall darunter. Ja, bei mir auch. Der zweite, jetzt muss ich kurz überlegen. Na, also zu wem habe ich, also ich meine, zu Sirius habe ich nicht so den mega krassen Kontakt aufbauen können. Ne? Also ich glaube, den würde ich nicht retten wollen. Dobby weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ne? War also es nicht Dobby, nein. Bitte? War es nicht Dobby, nein. Nee, also Dobby wird es auch nicht sein. Der zweite, wen rette ich denn da noch? Also neben Snape. Du Dumbledore hast noch Bellatrix, du hast noch Dumbledore, du hast noch ja, Lupin, Tongs, George oder Fred, einen von beiden. Oh ja, stimmt. Ich glaube, ich würde den Weasley-Zwilling retten dann, der gestorben ist. Ja, das finde ich, glaube ich, das finde ich am sinnigsten, weil der andere, wer ist denn da gestorben? Das weiß ich, das vertausche ich immer. Ich glaube, Fred ist gestorben, oder? Ich weiß, einer von den beiden. Ich weiß aber auch nicht mehr, wer. Ja, das verwechsle ich auch immer. Ich weiß auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ich glaube, den anderen Weasley-Zwilling würde ich noch retten, weil der andere ist ja dadurch in eine unglaubliche Existenzkrise gestürzt. Ja, und so, ne? Und ja, nie wieder sein. Ja. Ja, also Snape und den gestorbenen Weasley-Zwilling. Also Snape wird auch bei mir an erster Stelle gehen. Boah. Ja gut, Dumbledore würde ich glaube ich direkt verklickern, dass er mir einen unrechtbaren Schwur leistet, dass er diesen scheiß Ring nicht anfasst. Also fällt der schon mal raus. Legen. Boah, das ist schwer. Sirius weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was wäre, wenn, ob Harry sich auch charakterlich so stark entwickelt hätte, wenn Sirius halt noch da wäre. Ich würde auch Fred, nee, ich nehme Bellatrix, nein, ich nehme Fred, glaube ich auch. Okay. Obwohl ich Lupin oder Tonks auch einen von hätte nehmen. Ja, das ist halt wirklich schwierig, ne? Also das sind halt alles so Charaktere, die wirklich auch, eigentlich nicht verdient haben zu sterben. Ja, genau, die man halt auch wirklich retten kann. Und ich glaube, mit einem, da würde ich mich sehr unbeliebt machen. Ne? Hier, der ist ja nicht tot, der Charakter. Allerdings hat er ein anderes unglaubliches Schicksal bekommen. Und das ist Lockhart. Ich glaube, ich würde Lockhart auch davor bewahren wollen, dass er sich selber amnesiert. Ja gut, obwohl das ja eigentlich ist, ja eigentlich eine sehr Schuld. Ja, natürlich, er ist selber schuld dran, auf jeden Fall. Mich hätte aber wirklich weiterhin interessiert, was Lockhart noch alles so angestellt hätte im weiteren Verlauf der Story. Ja, das stimmt wohl. Als Charakter fand ich den echt sehr interessant. Lustig. Ja, lustig und auch wirklich interessant. Und den hätte ich gerne mal in der Schlacht von Hogwarts gesehen. So. Boah, ich glaube, der wäre gnadenlos untergegangen, ich glaube. Wahrscheinlich, ja. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, aber ja, er verdeutlicht halt so ein bisschen diesen typischen Narzissten und so weiter, ne, hier, von wegen, Lockhart ist ja offenbar auch der Einzige, der ein Bild von sich hat anfertigen lassen, das sich bewegen kann, obwohl er noch nicht tot gewesen ist, weil normalerweise sind ja Bilder, die sich bewegen, ne, hier nur Toten gewidmet, weil Lockhart... Ja, die fangen sich auch erst an zu bewegen, wenn die tot sind. Ja, aber im Film hat man ja ganz deutlich gesehen, dass Lockhart auf ein Bild von sich selbst im Unterricht zugegangen ist und das hat ihm zugenickt und so, ne, hier. Und in diesem Bild hat er ja, glaube ich, nochmal ein Bild von sich gemalt, ne. Ja, das war strange. Ich musste zweimal hingucken. Ja, und das ist wohl auch wirklich das einzig im Harry Potter-Universum bekannte Bild von jemandem, der noch lebt, der ein eigenes Bild von sich angefertigt hat und so, ne. Und das bedeutet ja auch nochmal so ein bisschen diesen Narzissmus, den Lockhart hat und so weiter, ne. Ja, dass er sich selber so geil findet. Was ich nicht verstehen kann, ist,
Harry ist ja in seinem, war das viertes oder fünfte? Fünftes war das, glaube ich, wo die zum Ministerium gereist sind. Ja. Wo ja der Hauself gesagt hat, nö, der ist nicht hier, Sirius ist nicht hier. Ich glaube, das Erste, was ich gemacht hätte, wäre, anstatt dahin zu gehen, wäre ich, glaube ich, erstmal zum Grimaud-Platz gefahren, hätte da erst nachgeguckt und dann zum Ministerium gegangen. Und nicht direkt so Hals über Kopf, okay, wir fahren jetzt dahin oder fliegen jetzt dahin, weißt du, wo, ich hätte erstmal nachgeguckt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und Harry halt hatte übelste Vertrauensprobleme. Ja, das sowieso. Das ist halt auch so ein bisschen, ich glaube, das Problem der Wizarding World. Sie haben keine Telefone, sie können nicht mal kurz eine WhatsApp schreiben oder sie können nicht mal kurz anrufen, hallo, bist du da? Sondern ja, wir müssen Telefon, mal Eulen schicken. Weiß gar nicht, gab es Telefon 1990 schon? Ja, abgesehen von dieser Bell-Scheibe, sage ich mal. Ja, absolut. 1990 hier gab es schon, das waren solche riesigen Kästen und so weiter, so, das war die ja. Handys, die es da gab, ne? Es gab auch so Autotelefone und so weiter und so fort, ne, hier. Aber ja, 1990, da gab es auch schon Nokia, also 93, 94, da gab es doch auch schon Nokia-Handys so, ne, hier. Und ich verstehe wenn, auch. Wenn, nur ganz kurz, wenn Volt ein Horcrux in ein Nokia-Handy gepackt hätte, dann hätte keiner zerstören können. Ja, wirklich, Nokia-Handys waren anders. Endboss. Ja. Was ich auch nie verstanden habe, ist, warum hat Harry Dobby nicht einfach in das Ministerium geschickt? Klar, du hast ja irgendwo die Appariergrenze, aber die zählt ja für Hauselfen nicht, ne? Hauselfen nicht, sieht man ja allein schon an Hogwarts. Ja. So, warum hat der nicht einfach zu nur Dobby hingeschickt? Weil Dobby hätte sich ja direkt wieder verpissen können. Das stimmt. Vielleicht hat er da wirklich nicht dran gedacht, ne? Ich meine, es handelt sich ja immer noch um Menschen und Menschen denken nicht immer, im Nachhinein ist es halt immer leicht zu sagen, ja, warum hast du nicht das und das gemacht? Ne? Ja, ich weiß. Vielleicht war das aber so. Aber das wäre ja das Einfachste, wäre ja das Einfache, ja gut, es ist ein geliebter Mensch, dann behandelst du auch das erst als das, was logisch ist. Ja. Weil theoretisch hätte Dobby eigentlich nur in den Grimaud-Platz gehen müssen, gucken müssen, ob der da ist und dann Harry Potter Bescheid sagen müssen, aber... Das stimmt. Weil Dobby ist ja auch, das habe ich auch nie verstanden, warum Dobby auf einmal unten in dem Kerker der Malfoys drin ist. Naja, der stand da einfach. Also, ja. So, woher wusste der das? Ja, das stimmt, weil ich meine, er war ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr... Er war ein freier Elf. Tätig, genau. Eben, woher wusste der, dass Harry Potter in Schwierigkeiten ist? Aber wahrscheinlich, ich kann mir nur erklären, dass Snape es halt wusste und daraufhin halt Dobby geschickt hat. Aber dann müsste man... Kann möglich sein. Also ich meine, ist wahrscheinlich auch mit Creature in Verbindung gewesen und so weiter, ne, hier. Und davor hat ja Creature auch für Harry... Quasi, Creature ist ja so gesehen Harrys Hauself und so weiter, ne? Hier, der musste ihm ja gehorchen und so. Ja, aber Creature kann ja nicht wissen, dass die in dem Moment von Malfoy Manor gefangen sind. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, ich weiß. Das hat mich halt irritiert, wo du, Dobby, was machst du denn hier? Und ich habe mir auch so gedacht, woher weiß er, dass die jetzt gerade da sind und Hilfe brauchen? Hä? Weil er auch gesagt hat, ich bin hier, um Harry Potter und seine Freunde zu retten. Hä? Aber gut, ich meine auch, im zweiten Film, wieso wusste Dobby, dass Harry warnen musste und so weiter, ne? Hier, warum stand er da und hat gesagt, oh mein Gott, in Hogwarts wird was ganz Schreckliches passieren und so, ne? Woher hat er das denn gewusst? Ja, eben. Das ist auch so eine Geschichte, ne? Das hat aber, da kann ich es mir noch erklären, dadurch, dass Lucius ja mit Voldemort noch in Kontakt war. Vielleicht hat er da irgendwas aufgeschnappt und so weiter und hat dann gedacht, oh mein Gott. Ja, aber da war Voldemort ja aber gar nicht mehr vorhanden im zweiten Teil. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. So. Also, und wenn die ja nicht, theoretisch hätte ja auch Malfoy Ginny auch gar nicht das Tagebuch geben können, wenn die nicht zur selben Zeit die hätten ja einfach nur einen Tag später da reingehen müssen.
Dann hätte das ja schon gar nicht mehr funktioniert mit dem Tagebuch. Obwohl ich würde gerne irgendwann in meinem nächsten Leben einfach dieses Tagebuch haben und einfach mal mit. Ich würde mich gerne mal mit Tom Riddle unterhalten. Oder mit Snape. Einfach Das habe ich nie verstanden. Warum haben die nie sich unterhalten? Nie. Ich wäre irgendwann mal auf die Idee gekommen und hätte einfach aus Jux und Dollerei. Vielleicht bin ich auch einfach bescheuert. Hätte ich eine Eule an Tom Riddle geschrieben. Ich würde halt auch, wenn ich wüsste, ich hätte einen Erzfeind oder sowas in der Richtung. Die erste Idee, die mir da kommen würde, wäre, mich mit dem hinzusetzen und mal zu sprechen, was eigentlich das Problem ist und so, ne? Hier, ich meine, also. Ja, Harry hinsetzen jetzt gerade nicht, aber einen Brief kann man ja schicken. So, Harry, leg mal noch einen. So. Ja, aber zumindest, also mal so ein bisschen zu erörtern, was eigentlich jetzt gerade das Problem ist und wo es hinführen soll und so weiter und so fort. Aber ja, was er für einen Problem hatte. Hätte ja auch. Ja. Jeder andere hätte den ja auch töten können. Jeder andere hätte ja die Horcruxe wegmachen können. Es hätte ja nicht unbedingt Harry sein können. Es hätte auch einfach fucking Snape sein können. Oder Snape, ja, das stimmt. Ja, oder vor allen Dingen, Harry hätte ja auch ganz anders zu Tode kommen können. Vielleicht durch einen Unfall oder sowas, ne? Hier wie jeder normale Mensch auch sonst, ne? Hier vom Bus überfahren oder sonst irgendwas. Oder von Voldemort hätte ja einfach nur mal zum Hogwarts Express fliegen müssen. Ja. Das hab ich eh nie verstanden. Der möchte jemanden tot sehen. Schickt aber immer so, mach mal. Ich will ihn tot sehen, aber ich hab damit nichts. Macht mal. Ihr kriegt das schon hin. Ja. Weißt du, und beschwert sich, dass er das nicht hinkriegt. Junge, wenn du willst, dass was Gutes wird, dann mach es selber. Der hätte den so oft töten können. Ich hätte auch auf dem Friedhof hätte ich gar nicht erst großartig gequatscht. Ich hätte direkt gesagt, aber der Kadaver weg. Ja, ne, also ich meine, er hätte ja auch in den Sommerferien mal zu den Dursleys latschen können, hätte die besuchen können. Ja, und gut, das funktionierte schon nicht, weil das, ich gehe mal davon aus, dass das Haus geschützt ist wie dieser Zauber? Dass das genauso geschützt ist wie das Hauptquartier. Ach so. Durch den Zauber. Ja, das könnte natürlich sein. Das hat Dumbledore halt diesen Zauber, deswegen war ja Harry auch immer bei den Dursleys halt auch immer, deswegen konnte der auch nie da weg. Ich gehe mal davon aus, dass bei den Weasleys der gleiche Zauber gewirkt worden ist. Nur, dass da halt. Da haben sie ihn ja gefunden dann. Ne? Hier, da kamen ja die Todesser an, dann eines Nachts so zum Fuchsbau. Ja, wo ja der Zaubereiminister gegangen ist. Wo der ja gestorben ist. Aber das funktioniert ja schon allein nicht, wenn der Zaubereiminister der Geheimnisbewahrer gewesen wäre. Und die denn, nachdem den Tod der Zauber aufgehört hätte, ist ja schon unlogisch, weil die ja am Anfang des Films ist ja Bellatrix quasi schon vor dem Haus der Weasleys, weißt du, wo Harry und Ginny ja in dem Maisfeld rumrennen. Da wussten die ja schon, wo das Haus der Weasleys ist. Warum sind die da nicht wenn die da sowieso wussten, wo die ganze Zeit das scheiß Haus ist, warum ist der da nicht selber hingeflogen mit, weiß ich nicht, 50 Todessern und hat ihn dann gekillt? Das ist halt die große Frage. Ich meine, Voldemort wäre dahingehend sowieso sehr overpowered gewesen, der hätte sicherlich, ne, also auch mit dem Kampf, den er sich mit Dumbledore geliefert hat, Harry stand die ganze Zeit hinter Dumbledore, ne, da wäre es mir doch scheißegal, ob da irgend so ein alter Opa steht, ne, hier, der meint, irgendwen beschützen zu müssen, da würde ich doch erstmal zielgerichtet eben den befeuern, den ich eigentlich umbringen möchte, ne. Und ja, gut, das funktioniert ja schon nicht, weil Dumbledore halt im Weg stand. So, und eigentlich ist ja Voldemort ja nicht stärker als Dumbledore. Im Film sieht das immer anders, sieht das anders aus, da sind die ebenbürtig, aber eigentlich ist Tom Dumbledore unterlegen. Ja, aber ich sage mal, er hat ja tatsächlich die Möglichkeit gehabt und so, ne? Er hat ja versucht, im Film zumindest, ne? Da steht er ja vor Harry und sagt, du bist schwach und du kannst niemals deine Gedanken kontrollieren und so. Und dann hält er ihn so. Ja, und kriegt ihn ja nicht mehr tot. Ja, hält ihm da so einen Monolog und geht dann in seine Gedanken rein und so weiter, wo ich mir denke, sag mal, du stehst direkt vor Harry, ne, Dumbledore ist noch gar nicht da, ja, dann Avada Kedavra fertig, ne, was laberst du denn die ganze Zeit so viel rum, ne, also, und dann kam Dumbledore und da ging's los, ne. Ich glaube einfach, weil ich glaube,
Tom ist auch so eine Art von Narzisst, so nach dem Motto, ja, du bist es würdig, dass ich Beachtung schenke, aber nicht so viel. So, du bist es würdig, von meinen Anhängern gejagt zu werden, aber mich interessierst du eigentlich doch nicht so wirklich. Ich glaube, er rechnet sich auch eine sehr große Sicherheit zu, ne? Von wegen, auch ich kill dich jetzt eh gleich und so weiter, dann kann ich dich auch noch kurz zulabern. Ja, dieses typische Feind, ich erzähle dir vorher, was ich vorhabe und am Ende das ist aber immer typisch so, ich erzähle, was ich vorhabe und dann stirbst du. Ja, so, anstatt es einfach zu machen, ich meine, er wollte es dann irgendwie auch auskosten, weil ich habe ihn ja endlich. So. Ja. Aber wie, absolut. Das habe ich aber auch nicht verstanden. Hat er wirklich mal gedacht, wenn Harry, angenommen Harry wäre jetzt gestorben, hat er wirklich damit gerechnet, dass dann Leute dann aufhören, irgendwie Horcruxe zu suchen? Ja, ist eine gute Frage, ne? Wahrscheinlich, also es hätte sicherlich irgendwer anderes noch herausgefunden, früher oder später, dass es Horcruxe gibt. Aber für die Zeit. Ja, oder Hermine und Ron hätten sich einfach versteckt und halt einfach ohne Harry weitergemacht. Er hatte die zwei ja überhaupt gar nicht auf dem Schirm, der Voldemort. Die haben ja Harry und, Ron und Hermine haben ja Voldemort auch nie gesehen, bis zu dem Punkt, an dem er da halt auch aufs Schlossgelände gekommen ist und gesagt hat, Harry Potter ist tot. Die kannten, er kannte sie nicht, die kannten ihn nicht und so, ne? Also von daher, der hätte die wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, sie kannten ihn, aber ich gehe mal davon aus, für ihn waren einfach die beiden so unbedeutend, obwohl eigentlich die beiden eigentlich diejenigen wären, die halt auch wichtig gewesen wären zu töten. Schon alleine Hermine. Ja, klar. Na, ich meinte nur, persönlich haben sie sich nie gesehen und so, ne, hier, also die wussten ja nicht, wie die einander aussehen. Voldemort kannte Ron und Hermine überhaupt gar nicht und Ron und Hermine kannten nur seinen Namen, wussten aber wahrscheinlich nicht, wie er aussieht und so, ne, denke ich mal. Ja, aber ich gehe mal, Luna hat ja schon mal gesagt, das wäre ja, wenn ich Voldemort wäre, würde ich ja gucken, dass du alleine bist, dass du keine Freunde hast. Da würde ich ja schon gucken, dass der irgendwie, dass er ja keine Freunde hat, dann würde ich mich ja schon übersehen. Wenn ich schon, wie heißt der Freund meines Freundes, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Nein. Auf jeden Fall hätte ich dann mir doch schon mal Gedanken über das Umfeld von Harry gemacht und nicht nur über die eine, ich weiß nicht, wollte man einfach für mich einfach, weiß ich nicht. Ja, er hat halt im Endeffekt, ich meine, das letzte Kapitel vom 7. Buch heißt ja auch Flaw in the Plan, also der Fehler im Plan. Und ja, Voldemort hat eben im Endeffekt dann doch einen ganz entscheidenden Fehler gemacht. Und ja, er war halt nicht perfekt, obwohl er das immer gedacht hat, dass er das wäre, ne? Ja. Und das ist halt immer so, ne? Also früher oder später machen alle, die Böses tun, irgendeinen Fehler. Und daran kann man sie dann halt überführen. Ist in der echten Welt ja auch so. Ja, das vergessen halt manche, dass halt Fehler halt normal sind, aber der hat ja gar keine Fehler einkalkuliert, obwohl der jetzt im laufenden Band Fehler gemacht hat. Ja, gut, nicht er, aber seine Mit-Todesser. Ja. Deswegen. Aber es gibt halt so viele Logikfehler. Aber Harry Potter ist halt ein schönes Universum, wo man sich halt lange darüber unterhalten kann und alles. Denke ich auch. Deswegen, also, wir könnten wahrscheinlich noch, keine Ahnung, 2-3 Stunden weiter quatschen und so, ne, hier. Aber ich denke, so langsam, aber sicher sollten wir heute zumindest mal zum Ende kommen. Ne? Ja. Vielleicht ist das nächste Mal Elena auch dabei. Da können wir ein bisschen noch ausführlicher quatschen. Da haben wir noch eine dritte Meinung. Aber für heute fand ich das Gespräch wirklich sehr, sehr cool und hat mich gefreut, dass du da gewesen bist hier. Kein Ding, immer wieder gerne. Harry Potter ist so mein Element. Ja, das hat man so ganz dezent gemerkt heute. Ja, wunderbar. So, Freunde, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle doch mal, ne, hier. Und ihr wisst Bescheid, wir verlinken Misakasia auch hier in der Infobox. Und gleichfalls mache ich bei euch auch. Dankeschön. Und wir hören uns, wir freuen uns immer wieder auf neue Hörer. Wir reden über alle möglichen Krempel und so weiter, ne, hier über Gott und die Welt. Es gibt eigentlich keine festen Themen bei uns im Podcast. Wir reden einfach nur über, was wir gerade Bock haben. Und ja, würde uns freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Bis dahin. Bis dann. Vielen Dank an euch und vielen Dank an dich. Jawohl, mach's gut. Ciao. Ciao.